Der große Vorteil unseres Landes, auch in der Finanz- und Wirtschaftskrise des Jahres 2008 und 2009 und vor allen Dingen jetzt merken wir das, ist diese starke industrielle Wertschöpfungsbasis und da vor allen Dingen sozusagen mittelständisch geprägt. Der Mittelstand in Deutschland ist ein anderer als im Rest Europas, große Unternehmen weltweit unterwegs, hoch innovativ mit hochqualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Weil wir aber für manches in der industriellen Entwicklung vor allen Dingen eins brauchen, nämlich gesellschaftliche Unterstützung, haben wir uns auf Initiative der IG Metall und des BDI zusammengetan zu einem Bündnis Zukunft der Industrie, weil es eben in den kommenden Jahren nicht selbstverständlich sein wird, dass wir diese große Stärke unserer Volkswirtschaft behalten. Wir wissen, dass in der Energiepolitik vieles auf uns zukommt, in der Digitalisierung, in der internationalen Arbeitsteilung, in Europa. Und wir haben heute IG Metall, BDI und 11 weitere Bündnispartner, Unternehmensverbände wie VCI, VDMA, VDA, ZVI, HDB, der Bundesverband der Deutschen Arbeitgeber, Gesamtmetall und viele andere mehr, der DGB, die IG Bau und die IG BCE. Deshalb dieses Bündnis Zukunft der Industrie ins Leben gerufen. Wir haben uns Arbeitsstrukturen gegeben und wir haben miteinander verabredet, dass wir in den kommenden Jahren, beginnend mit dem heutigen Tag, daran arbeiten wollen, die Grundlagen für industrielle Wertschöpfung, für den Erfolg der Industrie in Deutschland zu festigen und wo geht auszubauen. Wir stehen vor einer gewaltigen Transformation und Veränderung, die unsere Industrie und damit die verbundenen industrienahen Dienstleistungen und damit unsere Arbeitswelt radikal verändern wird. Das wird, glaube ich, nur funktionieren, wenn es uns gelingt, auch die Beschäftigten mitzunehmen und für diesen Weg zu gewinnen. Und deswegen wollen wir als IG Metall dazu beitragen, die Bedeutung der Industrie für Wachstum, Wohlstand und Arbeitsplätze weiterzuentwickeln. Die Frage ist, wie kann es uns gelingen, die ökonomischen, sozialen und ökologischen Dimensionen so miteinander zu verzahnen, dass sich daraus eine moderne industrielle Perspektive ergibt. Wie können wir die Chancen, die mit dem Projekt Industrie 4.0 verbunden sind, so nutzen, dass eben nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Beschäftigten und die Konsumenten eine bessere Lebensqualität und mehr Lebenschancen haben werden. Und nicht zuletzt, wie schaffen wir es, dass in Zukunft mehr und vor allem natürlich auch gute Industriearbeitsplätze entstehen. Um diese Chancen zu nutzen und auch die Risiken zu minimieren, haben wir ja im November erstmalig gemeinsam deutlich gemacht, dass wir an einem Bündnis für Industrie sehr interessiert sind. Wir haben damals gesagt, dass die Zukunft der Industrie eine Schicksalsfrage für unser Land ist. Sichern wir die Zukunft der Industrie, so sichern wir einen wesentlichen, zumindest ökonomischen Teil der Zukunft Deutschlands. Wir haben auch gesagt, dass wir dafür mehr brauchen als nur Ankündigungen und gute Absichten. Wir brauchen eine Bündelung zentraler industriepolitischer Kompetenzen auf nationaler Ebene, eine verbesserte Koordination industriepolitischer Belange sowie natürlich die Zusammenführung von Aktivitäten und Zuständigkeiten. Dafür ist ein Netzwerk und eine eigenständige Plattform notwendig, die auch außerhalb des Ministeriums diese Ziele natürlich gemeinsam mit dem Ministerium vorantreibt. Wir wollen etwas bewegen und konkrete Ergebnisse erreichen. Wir werden unseren Beitrag leisten, um moderne Wertschöpfung zu vermehren. Und das heißt natürlich, Arbeitsplätze zu sichern und neue auch zu schaffen. Wir können Dialog in Deutschland. Weltweit wird bestaunt, wie wir unsere Sozialpartnerschaft leben, wie wir Tarifkonflikte zumindest meistens lösen, wie wir betrieblichen Frieden sichern. Und deshalb werden wir auch im Schulterschluss von Unternehmens- und Arbeitnehmervertretern die Weichen für erfolgreiche Arbeit in der Industrie gemeinsam in diesem Bündnis klug stellen. Und wir können nicht nur Dialog, wir können vor allen Dingen auch Strukturwandel, und zwar nicht nur im Ruhrgebiet, wo ich herkomme, sondern in Gesamtdeutschland, Stichwort Digitalisierung. Der digitale Wandel ist eine Tatsache, deshalb ist es wichtig, dass Deutschland sich engagiert, ihn aktiv zu gestalten, nicht hinzunehmen, sondern aktiv gestalten. Dabei spielt die Industrie eine ganz besondere Rolle. 2/3 der deutschen Investitionen in Forschung und Entwicklung leisten die Unternehmen. Mehr als 90% dieser privaten F&E-Investitionen stammen aus der Industrie. Das macht die Bedeutung natürlich wichtig und deutlich. Globalisierung tut Deutschland gut.
Doch fehlt zu häufig der Mut, es beherzt auszusprechen. Auch das ist eine Aufgabe, dass Globalisierung, dass Freihandel Deutschland gut tut. Jeder vierte Arbeitsplatz in unserem Land hängt an der Globalisierung. In der Industrie sogar jede zweite. Die deutsche Industrie genießt weltweit einen exzellenten Ruf, vom Industriefacharbeiter bis zum innovativen Produkt Made in Germany.